Ja, einen wunderbaren, schönen, frühherbstlichen Abend wünsche ich Ihnen. Also ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen, dass Sie alle hierher gekommen sind zur Feier der 150 Jahre der Angewandten. Ich darf mich zuerst selbst kurz vorstellen. Ich bin Eva-Maria Stadler, die Professorin für Kunst- und Wissenstransfer, und ich bin heute Abend Ihre Mistress of Ceremony sozusagen. Ja, heute Abend. Danke. 150 Jahre Angewandte. Kollege Strohhal hat gerade im Foyer hat er zu mir gesagt, ich bin nicht so sicher, ob das stimmt mit den 150 Jahren und ob wir das wirklich heute feiern sollen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass er gerade heute sein neues Buch aus der Druckerei geholt hat mit dem Titel Böse Briefe. Insofern bin ich auch nicht so sicher, ob wir ihm glauben sollen. Also fangen wir heute an, dieses Jubiläum zu begehen, auch wenn die Daten natürlich sich jetzt über ein ganzes Jahr erstrecken. Das ist nämlich heute unsere Aufgabe, dass wir ein Fest starten, das hier jetzt heute beginnt und sich eben über das ganze Studienjahr erstreckt. Ich denke, das ist ein schöner Anfang für uns alle, ein schöner Semesterbeginn. So würden wir uns das gerne öfter wünschen, dass wir es mit so einer großen Feier starten können, dass wir mit neuem Elan und neuer Kraft in das ganze in das Studienjahr gehen. Ich möchte mich bedanken. Wir sind heute zu Gast im Gartenbaukino bei Norman Schettler. Ich finde das ganz interessant, als ich gelesen habe, dass die Feier hier, diese Auftaktveranstaltung hier stattfindet, habe ich mir gedacht, aha, gehört jetzt das Gartenbaukino auch zu Angewandten. Wie Sie wissen, haben wir über die ganze Stadt verstreut, Expositouren sind in Salzgries, Hohenstaufergasse, Paulusplatz, überall. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass die Angewandte nicht ein Monolith ist, von dem alles ausgeht, sondern dass sie eigentlich über Stadt verteilt sich versteht als eine Produktionsstätte für Kunst, für geistige Arbeit, für Bildung. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle mit Ihnen, gemeinsam mit Ihnen, werte Kollegen, Kolleginnen, Freunde, Studierende, mit Ihnen allen eigentlich das tun, das ganze Jahr über, was die Angewandte ausmacht. Wir begehen also diese 150 Jahre und schauen zurück. Vor 150 Jahren ist die Angewandte zuerst einmal gegründet worden. Bis es wirklich losgegangen ist, dauert das so eine Zeit. Und wir werden vielleicht heute in Gesprächen Teile einen Blick zurückwerfen, aber auch einen Blick nach vorne. Wir werden vielleicht nicht ganz bis 2167 blicken können, aber zumindest nutzen wir diese Zäsur, um uns ein Bild vielleicht davon zu machen. In diesem Sinne möchte ich, um den heutigen Abend zu starten, unseren Rektor Gerald Bast bitten, auf die Bühne um einen Kick-off zu geben für den heutigen Abend. Ganz schön aufregend. So viele Leute und so viel Geschichte. 150 Jahre, fast ehrfurchtseinflößend. Das Jahr 1867 war wirklich ein denkwürdiges Jahr. Karl Marx publiziert, veröffentlicht das Kapital. Johann Strauss dirigiert erstmals den Donauwalzer und Kaiser Franz Josef unterschreibt das Dekret zur Gründung der K&K Kunstgewerbeschule in Wien. Damit beginnt die Geschichte der Angewandten. 150 Jahre Ästhetik der Veränderung, wie wir das so mehrdeutig genannt haben. Und in der Tat, die Angewandte hat sich immer wieder selbst verändert. Die Angewandte hat das Verständnis von Ästhetik immer wieder verändert. Und die Angewandte hat oft genug die Welt
rund um sie herum verändert, weil sie Menschen verändert hat. Und das tut sie bis heute. Menschen verändern. Einer von diesen Menschen bin ich, und viele von denen, die hier sitzen, wurden auch von der Angewandten verändert, mehr oder weniger. Und viele von denen, die hier sitzen, haben sehr viel dazu beigetragen, dass die Angewandte sich als Institution, als wirkungsmächtige Institution verändert. Und das wollen wir heute feiern, das, was die Angewandte geworden ist und das, wozu die Angewandte noch werden wird. Da bin ich sehr zuversichtlich, wenn ich so anschaue, wie das jetzt läuft. Wir wollen feiern, nicht nur jetzt, sondern Eva Maria Stadler hat das schon gesagt, ein ganzes Jahr. Wir sind nicht nur in unseren Ansprüchen an uns selbst und an unsere Umwelt unbescheiden, sondern wir sind auch im Feiern unbescheiden. Ich danke euch allen fürs Mitfeiern und ich danke noch viel mehr euch allen dafür, dass ihr beigetragen habt, dass wir heute wirklich echt Grund haben zum Feiern. Und jetzt möchte ich diesen Feierauftakt nicht lange aufhalten. Ich gebe zurück an Eva Maria Stadler, die Leiterin der Abteilung für Kunst und Wissenstransfer. Wer würde besser geeignet sein, als einen Abend wie diesen zu moderieren? Und sie wird auch gleich den Gründer dieser Abteilung auf die Bühne bitten. Und ich schließe in Anlehnung, weil ich jetzt noch fast alleine auf der Bühne stehe, in Anlehnung an Bert Brecht. Die wahren Akteure stehen nicht auf der Bühne, sondern die sitzen im Publikum. Danke. Vielen Dank. Ich darf die Gäste für diese erste Diskussionsrunde auf die Bühne bitten. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich möchte diese illustre Runde gleich vorstellen. Beginnen wir mit Dr. Daniela Hammer-Tugendhat. Seit 1975 ist sie an die Angewandte gekommen und hat sie ganz entscheidend geprägt in der Ausbildung, muss man sagen, oder auf dem Aufbau auch der Kunstgeschichte, die sie mitverantwortet hat. Wir werden darauf gleich zu sprechen kommen. Christian Reder wurde schon erwähnt. Er hat 1987 die Professur für Kunst- und Wissenstransfer an dem damals von Oswald Oberhub gegründeten in der Abteilung übernommen. Damals war es noch das Institut und hat das über viele, viele Jahre geleitet und auch sehr stark konturiert und geprägt. Oswald Oberhuber müssen wir leider entschuldigen, den hätten wir gerne hier oben bei uns auf der Bühne gehabt, aber er ist leider ein bisschen erkältet und kann daher nicht kommen, aber er wäre sehr, sehr gern gekommen. Anna Paul, sie ist Absolventin von der Architekturklasse von Wolf Brix und sie ist bei uns zu Gast und kann sicher viel erzählen über ihre Erfahrung als Studierende. Jakob Lena Knebel hat auch hier studiert und hat bei Raff Simons in der Modeklasse, und insofern haben wir da sicher auch eine schöne Spannungsmomente, wie wir die mit der Angewandten verbinden können. Und last but not least, Christian Ludwig Attersee, langjähriger Professor für Malerei, ist Maria Lasnik damals gefolgt und hat ebenso der Angewandten einen richtig fetten Stempel aufgedrückt. Vielen Dank, dass Sie sich alle bereit erklärt haben, an dieser Diskussion teilzunehmen.
Wie gesagt, wie eingangs erwähnt, würden wir gerne dieses Kunststück irgendwie hinbekommen, um nach um zurück und nach vor gleichzeitig zu schauen. Das heißt, welche Aspekte wollen wir vielleicht beleuchten, die für so eine Kunstuniversität oder ehemals Hochschule so wegweisend eigentlich sind. Ich möchte meine erste Frage an Daniela Hammer-Tugendhat richten, die, wie gesagt, in den 70er Jahren hierher gekommen ist und eine ganz andere Angewandte vorgefunden hat, als sie heute ist. Es war nicht nur keine Universität damals, sondern sie war auch in vielerlei Hinsicht anders ausgerichtet und aufgestellt. Ja, darf ich dich da fragen, wie sich das aus deiner Sicht in diesen Anfängen und in den Jahren, in denen du hier gelehrt hast, verändert hat? Ist das an, das Mikro? Okay. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil da gibt es sozusagen viele Fragen. Also das eine sind so die großen Bögen, die die ganze Hochschule anbelangt. Das andere ist so praktisch mein kleines Feld, der Kunstgeschichte, meine persönlichen Erfahrungen. Ich würde mal sagen, bei den großen Bögen würde mir einfallen, dass wie ich an die Hochschule kam, 75 war das eben eine Hochschule und keine Universität. Ich kam an die Lehrkanzel für Kulturgeschichte bei Professor Wagner mit einem sogenannten 22 C-Stunden Lehrvertrag, was ein vollkommen illegaler Vertrag war. An sich. Und es gab damals aus der Kulturgeschichte überhaupt keine, auch nur ansatzweise ausgerichtete theoretische Fächer. Es gab keine Kunstgeschichte, es gab keine Philosophie, es gab keine Architekturtheorie. Also das gab es alles nicht. Ja? Und ich habe dann, bevor Gorsen kam, die zwei Jahre zur Kulturgeschichte, die Kunstgeschichte suppliert. Also das war sozusagen alles, was es dann Kunstgeschichte gab. Und langsam, jetzt ist das ja ein wirklich großes Institut mit mehreren Lehrenden und Forschungsprojekten etc. Also das hat sich mal extrem verändert. Das andere, was sich verändert hat, also es gab sozusagen keine Wissenschaften an der Hochschule. Und was es auch nicht gab, es gab keine Frauen als Professorinnen, außer zwei, die Goldschmidt, glaube ich, für Schrift und die Rada Sulek für Textil, also so typisch einschlägige sogenannte weibliche Gebiete. Aber es war sozusagen bei den Meisterklassenleitern war das irgendwie damals wirklich noch ziemlich undenkbar. Und auch das hat sich ja glücklicherweise verändert. Das hat sich natürlich nicht natürlich verändert, sondern über massive Kämpfe. Das muss man schon auch dazu sagen. Und so die, wenn ich jetzt an die Einschnitte denke, an die, also meines Erachtens großen Einschnitte, für, was die Schule anbelangt, wäre das 98, wo die Hochschule Universität geworden ist, mit vielen Konsequenzen, und dann 2002 das neue Universitätsgesetz, was die Angewandte dann auch betroffen hat, wo ich dazu sagen muss, ich habe ein ganzes Semester praktisch nichts anderes gemacht, als mich gegen dieses, als gegen dieses Gesetz zu kämpfen. Man könnte natürlich jetzt überlegen, warum, das hat, ist jetzt hier nicht der Platz, das auseinanderzufalten. Ich würde sagen, also der Hauptpunkt ist der, dass dieses Gesetz ein in weiten Zügen, das würde ich immer noch sagen, antidemokratisches Gesetz ist, was die ganze Mitbestimmung, die ich, wie ich Studentin war, für die ich sozusagen mitgekämpft habe, wieder abgeschafft hat in weiten Zügen, und es jetzt nicht eine Rückkehr zu einer ordinarien Universität geworden ist, sondern zu einer Rektorenuniversität. Und was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass Sie das nicht spüren, wie im Wesentlichen in der Angewandten, liegt nicht an dem Gesetz, sondern es liegt daran, dass wir einen Rektor haben, der alles daran setzt, die demokratischen Strukturen dieser Uni noch hochzuhalten. Ich kann das, glaube ich, sehr gut beurteilen, weil ich auch Dozentin an der Uni bin und sehe, was dort dieses Gesetz an Entdemokratisierung gebracht hat. Also das sind jetzt mal so die, von meiner Sicht her, mal so die großen Züge. Ich glaube, das sind so ein paar ganz wichtige Begriffe gefallen. Ich bin eben auch ein bisschen den abwesenden Oberhuber sozusagen, habe ich ein bisschen im Kopf, wenn ich Sie frage, Professor Reeder,
Er ist, als der Oberhuber an die Angewandte gekommen ist, war es tatsächlich so, dass im Schwanzertrakt gibt es zwei Aufzüge, die nebeneinander liegen. Und es war in der Tatsache so, wie mir Rudi Fuchs erst kürzlich erzählt hat, dass der eine Aufzug war für die Professoren und Professorinnen und der andere für die Studierenden. Das ist doch eine sehr seltsame Konstruktion und Oberhuber hat sozusagen damit einmal ein bisschen aufgerammt, ja, und hat das geändert. Und ist das vielleicht ein Bild dafür, wie in diesen 70er Jahren sozusagen sich das dann geändert hat, oder wie haben Sie dieses demokratische Verhältnis, das Daniela Hammer-Tugendhat angesprochen hat, mit verändert, das ja bis heute sozusagen wichtig ist, daran zu arbeiten, wie wir wissen? Na gut, machen wir eine Wahlveranstaltung, diesmal für die Angewandte, um das sozusagen, wenn ich rückblicke, ich war 27 Jahre am Haus tätig und das soll aber auch für Jüngere vielleicht ein Impuls sein, kann ich heute sagen, dass ich keinen besseren Platz hätte finden können für meine transferdenkerische Arbeit. Ich konnte Projekte entwickeln, ich konnte interessante Bücher sehr, sehr oft in Teamarbeit produzieren, was auf einer klassischen Uni, da knüpfe ich an die Freundin an, praktisch nicht mehr möglich wäre. Ich wäre auf einer Soziologie falsch, ich wäre dort so, was ich studiert habe, irgendwie zu bunt. Deswegen muss ich einfach sagen, an der Schule kann man so viel machen, auch als Studierender, was auf einer anderen Uni kaum mehr möglich ist. Das sollte die Uni sich wirklich mit den Studierenden hinter die Ohren schreiben und das auch tun. Also man kann sehr viel machen, man muss es aber natürlich schon irgendwie durchsetzen und organisieren und so fort. Das war so mein Zugang zu dem Thema Kunst- und Wissenstransfer. Den Namen hatte ich gar nicht erfunden. Ich kannte den Rektor Oberhuber als väterlichen Freund seit den 60er Jahren, wie viele Künstler. Und er hat meinen Weg verfolgt und gedacht, ich kann das. Ich war völlig verblüfft. Ich habe ihm sogar erst beim zweiten Abendessen zugesagt, weil ich überhaupt nicht vorhatte, auf eine Uni zu gehen. War eher so ein Projektmensch und viel im Ausland unterwegs, sehr viel NGO-Arbeit und so fort, aber immer in engem Kontakt mit künstlerischem Denken. Das hat sich dann durchaus bestätigt. Das soll die Angewandte, das kann man auch nicht organisieren, das muss in einem liberalen Klima entstehen, wie vorher gesagt wurde, das muss mit einem vernünftigen Rektor gestehen. Bitte alle vorher waren nicht so vernünftig, da gab es so heftige Kämpfe, weil wir halt auch nicht so sehr in Tristesse verfallen. Aber wenn man dann einmal seinen Weg, so wie ich als damals 40, 45-Jähriger, auch in mehreren Jahren erst entwickelt habe, mir zugetraut habe, mach das endlich, was du richtig findest und horch nicht immer, was eigentlich erwartet wird. Am Anfang war ich sehr für sozusagen Beratung von Projekten und Kontakte zur Wirtschaft eingesetzt. Das ist ein anderes Thema, ich habe das dann eher umgepolt auf sozusagen freigeistige Projektarbeit, die in fremde Länder geht, können wir noch nachher darüber sprechen. Aber wir sollten uns bewusst sein, aus meiner Erfahrung, dass das fast singulär ist auf einer Universität, dass das noch möglich ist und eben, was mein Zugang war als Nicht-Kunsthistoriker und nicht als Architekturhistoriker, Staatswissenschaft studiert, also ein Generalstudium, dass wir diese klassische Disziplinierung der normalen Unis überall überwinden können. Das ist praktisch nur mehr im Kunstumfeld möglich, was ja für eine Gesellschaft nicht das allerbeste Zeichen ist. Ja, vielen Dank. Sie beschreiben natürlich eine sehr tolle und freie Situation, aber wie wir auch wissen, fällt die ja nicht vom Himmel. Ja? Also dafür muss man sich ja auch einsetzen oder dafür muss man ja auch, die Situation muss man ja auch herstellen. Wir haben uns auch im Vorfeld unterhalten, Christian Ludwig Attersee, nämlich auch, was die Frage der Universität oder der Akademie betrifft. Und da haben Sie gesagt, naja, die Gremienarbeit, das war ja nicht so Ihres, aber die Idee der Meisterklassen haben Sie immer sehr verteidigt. Wie geht das eigentlich zusammen mit so einer Öffnung der Angewandten für Studierende, für Mitgestaltung? Wie würden Sie das beschreiben?
Also ich sehe das so, dass ich jemand bin, der hier natürlich nicht nur Ideen umsetzen wollte, sondern dass ich immer etwas stattfinden lassen wollte. Das heißt, dass meine Studenten ununterbrochen an Projekten arbeiten, die auch machbar sind. Ja? Ich wollte Unterricht machen im Sinne eben unseres Namens, im Sinne der angewandten Kunst. Und wir haben uns sehr verbreitet und es hat auch alles funktioniert und stattgefunden. Wir haben eine Galerie gehabt mit 500 Quadratmeter, nur für unsere eigenen Studenten. Wir haben zwei Musikbands gehabt, um die Rechte für die Filmklasse, für die Musik sozusagen in unserer Hand zu haben. Wir haben Teppiche gewebt und es sind welche gewebt worden, 3 bis 4 im Jahr und das ist viel. Und wir haben eine sogenannte freie Malerei stattfinden lassen, die überall platziert ist. Und ich habe, oder platzierbare Möglichkeiten gefunden hätte. Ich habe zum Beispiel mit den Studenten selbstverständlich, einen Silvestermarsch von der Hofburg zur Stephanskirche mit riesigen Bauten und Malerei. Und so war es eigentlich alle 3, 4 Monate. Wir haben in dieser Stadt etwas aufgeführt. Wir haben uns gezeigt, wir sind vom Bildmalen weg in den Raum gegangen und haben ich kann das gar nicht alles aufzählen, was wir gemacht haben. Wir haben Theaterveranstaltungen auf Baustellen gemacht. Wir haben immer wieder Ausflüge gemacht, um den Studenten andere Möglichkeiten zu geben, auch in Handwerk natürlich. Ich bin ein großer Anhänger von Handwerk im Sinne der angewandten Kunst, das ist Keramik natürlich, die ganze Webewelt vom Teppich bis zum Stoff und Gewand, dann natürlich auch das Metall, das ist Schmuck und Schwert und was bleibt jetzt noch übrig, die Keramik habe ich nicht erwähnt, ne? Diese 4 Teile und natürlich die Druckwelt, die Welt des Holzdrucks und die Welt der Grafik und so weiter. Das waren die 5 Dinge, die mich am meisten interessiert haben. Und eben tun und nicht drüber reden, sondern natürlich auch drüber reden, aber auch tun, Ausstellungen machen, sogenannte Wettkämpfe untereinander veranstalten. Wir haben sehr viele Aufträge für Firmen, die Bieretiketten gebraucht haben oder die Theaterstückteile verwendet haben, wir haben Konzerte gemacht im Rundfunkhaus und so weiter. Und wir haben alles das, was rund um die Malerei möglich war, also nicht nur ein Bild ist, sondern alles, was verwandt ist mit Malerei, praktiziert. Und das war eigentlich der Sinn meines Unterrichts. Mhm. Vielen Dank. Sie haben ein Plädoyer für die Werkstätten, das sehr häufig und auch gerade jetzt wieder interessanterweise so ein Revival hat, dass man die Werkstätten wieder sehr ernst nimmt. Zwischendurch wurden sicher Werkstätten auch verändert, Technologien haben sich verändert. Also hat es da natürlich Verschiebungen gegeben. Interessanterweise haben wir gerade kürzlich gelernt, dass es Werkstätten gibt an der Angewandten, die selbst langjährige Mitarbeiter gar nicht kennen oder gar nicht gewusst haben, dass es die gibt, wie zum Beispiel die Lederwerkstätte. Also wir haben auch eine Lederwerkstätte hier und all diese Kompetenzen oder Fähigkeiten, die hier angeboten werden, waren auch für dich, Jakob Lena Knebel, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor für deine Arbeit hier, nämlich diese Verbindung von Handwerklichem und dann auch künstlerischer Lehre, die du bei Raff Simons, bei dem du studiert hast, auch mitbekommen hast. Ja, ich fand es spannend dadurch, dass ich beides studiert habe. Design auf der Angewandten und textuelle Bildhauerei auf der Akademie. Welche Hierarchie zwischen den Disziplinen noch immer vorhanden ist. Ich liebe Design sehr, weil es wahnsinnig nah am Alltag ist, wir ohne Design nicht leben könnten. Und auch in Anbetracht der Bewegungen, historischen Bewegungen wie den Arts and Crafts Movement, Wiener Werkstätte. Also wie kann man das verbinden, vermitteln? Unseren Alltag, unseren Körper über die Gestaltung mit der Kunst. Also das als ein Feld zu sehen, wo was passieren kann. Und das war sicher ganz, ganz wichtig, das Studium bei Raff Simons.
der hat uns schon sehr gefordert. Jetzt im Nachhinein finde ich, er war reizend. Damals war ich natürlich auch sauer, weil ich mir dachte, aber erst so ein Stress. Weil wir ein bisschen die Militärakademie, aber großartig. Ganz wichtig war für mich Professor Gorsen. Also der hat mir wirklich andere Sichtweise gegeben. Und sehr spät ihre Vorlesungen. Das habe ich dann bereut. Also man wird ja dann so hurtig gegen Ende des Studiums und merkt erst, so wie die Geschichte mit der Lederwerkstatt, was gibt es da alles im Haus? Und merkt, was man da eigentlich noch versäumt hat oder welche Möglichkeiten es gäbe. Anna Paul, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort für dich. Du hast bei Wolf Brix studiert und hast das auch nicht als so eine nette Studiensituation beschrieben, was den Arbeitsaufwand betroffen hat. Ja, ich glaube, militärisch Bootcamp trifft es recht gut. Das war sehr besonders, die Zeit, und sehr radikal, und das hang auch irgendwo miteinander zusammen. Radikal, der Wolf Brix hat sich damals sehr bemüht internationale Architekturkritik an die Uni zu bringen, was dann auch zu großem Druck auf die Arbeit der Studierenden ausgeübt hat und einen irrsinnigen Arbeitsaufwand. Also jetzt retrospektiv kann ich diesen Druck auch noch kaum nachvollziehen. Das war wie ein Okkult fast in dieser Klasse. Aber das hat auch das Besondere irgendwo ausgemacht, weil die Qualität der Ausbildung in der Brix-Klasse irgendwo Hand in Hand gegangen ist mit dem Maß, mit dem man sich dort eingebracht hat, was das Arbeiten vor Ort dann zu einem Erlebnis gemacht hat, das innerhalb der Klasse sehr starke Bande geschaffen hat, was eben das Besondere dann auch an diesem Studium war. Wie hast du eigentlich die Situation erlebt, was den Austausch mit den Studierenden, wie Jakob Lehner gesagt hat, es gibt viele Angebote, aber gibt es eigentlich überhaupt Möglichkeiten, diesen Austausch dann herzustellen zwischen den verschiedenen Klassen, zwischen den unterschiedlichen künstlerischen Ansätzen, Methoden? War das ja vielleicht noch nicht so frei möglich, dass man auch mal die Klasse wechseln konnte, wie das heute der Fall ist? Wie hast du das erlebt? Ist das eigentlich möglich gewesen? Das war bei uns sehr, unter sehr viel Aufwand schon möglich. Das hat stattgefunden, aber das wurde sehr kritisiert innerhalb der Klasse. Von dem her gab es Zusammenarbeit mit anderen Klassen nur auf einer persönlichen Ebene. Also ich war damals sehr viel in der Kovans-Klasse mit Björn Segschneider zum Beispiel ein Projekt versucht dort. Aber ja, das war schwierig, weil in der Architektur gab es schon eine sehr strikte Vorgabe. Also wenn man ausbrechen wollte, dann hat es geheißen, musste es irre gut sein. Und ansonsten, also es sind sehr viele eigentlich auch dran gescheitert in der Klasse und gegangen. Mich persönlich hat es sehr stark gemacht, viele Failures in der Klasse. Also in meinem Fall war das schon möglich. Also wir haben ja damals dann mit Peter Kotzek zusammen auch, der in der Kovans-Klasse war und jetzt dort unterrichtet, das Auto gegründet. Also es sind Dinge passiert, aber das war dann so ein Zusatz, weil man natürlich durch das Konzipieren und Erstellen von Kollektionen einen starken Zeitablauf hatte. Also da hat man niemanden als Kooperation reingenommen, als Zusammenarbeit, aber natürlich sind Dinge passiert. Es führt mich eigentlich zu der Frage, wenn man Dinge ermöglichen will oder versucht weiterzuentwickeln, bedarf es ja auch, wenn wir, wie gesagt, diesen Luxus, wie schon beschrieben worden ist, in den Luxus kommen, Dinge machen zu können. Hier ist wirklich viel möglich. Ja? Professor Reda, Sie haben, wenn man erzählt, wie Sie Exkursionen veranstaltet haben, vielleicht erzählen Sie das kurz, wie Sie die Lehre ausweiten konnten, sozusagen. Also, dass das Reisen ein Format geworden ist, das ganz zentral. Na gut, das ist ein Merksatz, den ich dann schon öfter wiederholt habe. Ich wollte selber nicht im Österreichischen ertrinken. Das war irgendwie für mich immer wieder ein Ansporn. Daher war ich auch vor der Uni schon viel in der Welt unterwegs und wollte dann mit den Studierenden sozusagen etwas
Gosch hat gesagt, Welterfahrung vermitteln, die man allein nicht so ohne weiteres machen kann. Reisen kann halt jeder bis ins fernste Sibirien, aber in der Gruppe und vorbereitet und betreut und mit Gästen in dem jeweiligen Land bekommt es eine andere Intensität, die auch ich allein nie geschafft hätte. Also das ist sozusagen das Egalitäre an so einem Projekt. Um sie Stichwort zu sagen, ich bin auch dort, habe solche Projekte gemacht, wo ich noch nicht war. Also da war keine Hierarchie des Besserwissens, ich zeige euch jetzt was, sondern ich war vorher nie in Syrien und wir waren dann monatelang in Damaskus. Man muss betonen, monatelang. Ja, ja, also insgesamt haben wir ein Jahr lang ein Haus gemietet gehabt, immer wieder mit verschiedenen Studentengruppen. Da sage ich gleich was dazu. Das war in einer optimistischen Phase von Syrien, wo es gekriselt hat, aber man nie im Leben gedacht hat, welcher schreckliche Krieg kommt. Um diesen Gedanken gleich weiterzusetzen. Dann war ich vorher zwar viel in Nordafrika, aber noch nie in Libyen. Sind wir nach Libyen gefahren, bis in den tiefen Süden. Und zwei Jahre später war das Chaos in Libyen. Nächstes Projekt war die Donau hinunter, wollte ich auch einmal fahren. Dann nach in die Ukraine und auf die Krim. Kurz darauf, trotz, ist dort das Krieg ausgebrochen. Also, nein, das soll jetzt nicht dramatisierend wirken, sondern diese ganze Gruppe, die dabei war und diese, glaube ich, interessanten Bücher, die bei mir immer ein wichtiger Punkt sind, die entstanden sind, haben in einer zeitgeschichtlichen Schwelle, wo Optimismus noch da war und Perspektiven da war, die dann alle zerbröselt und zerbrochen und oft in furchtbarem Chaos untergegangen sind, mir wirklich eine Welterfahrung vermittelt und sicher auch Studierenden. Viele sind später noch in den Mittleren Osten gereist, nicht in die Kriegsgebiete, haben es mir immer wieder erzählt. Also das war ein Interesse, weil ich ein glühender Europäer bin, gerade die Randgebiete Europas, das war damals noch nicht so klar, in welche Krisen manche von ihnen geraten sind, in unser Denken einzubeziehen durch ganz konkrete Erfahrungen. Wir sind, wenn es möglich war, kaum geflogen, sondern war sich mit dem Zug gefahren nach Odessa, ich weiß gar nicht mehr genau, 24 Stunden und so fort. Also um den Raum auch zu erfahren, gibt es viele Geschichten dazu. Und muss ich nochmal sagen, das hat wieder bei mir nur Sinn ergeben, wenn es in Bücher mündet. Da bleibt eine Erinnerung, das kann man nach Jahren wieder anschauen. Das hat für mich sogar aus meiner Sicht mehr Power als eine flüchtige Ausstellung, die wir auch zum Teil gemacht haben. Da waren viele Autoren dabei und Interviews mit lokalen Gästen, Schriftstellern, Philosophen und so fort. Das sind allein dadurch Kompendien geworden, wo die Studierenden einbezogen waren, eine Komplexheit der Welt zu erfahren. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Das sind ziemlich haltbare Projekte. Der Rektor spricht ja auch immer wieder davon, dass es an der Angewandten auch geht um soziale Bildung, um politische und kulturelle Bildung. Also dass das sozusagen, dass, wie Sie das schreiben oder beschreiben, dass diese Reiseerfahrung da ein ganz wesentlicher Teil davon ist. Aber ich glaube eben auch, dass es wichtig ist, wie wir auf der Angewandten, wie wir uns verhalten auch oder wie wir uns organisieren, auch innerhalb der Angewandten oder welche Kultur oder auch welche demokratische Kultur es gibt. Und da würde ich auch Daniela Hammer-Tugendhat noch einmal fragen, was in Bezug auf diese, weil du das so positiv beschrieben hast, dass wir eine gute demokratische Kultur haben. Das ist ja etwas, wir erleben das im Augenblick gerade, etwas gar nicht Selbstverständliches. Wir müssen erleben, dass Recht oft mit Anspruch verwechselt wird, dass Autonomie mit Selbstermächtigung verwechselt wird. Siehst du da sozusagen Ansätze an der Angewandten, wie Demokratie gelebt wird oder wo sind da die Konfliktlinien verlaufen oder wie sind die aufgebrochen worden? Ja, ist natürlich auch wieder eine sehr komplexe Frage. Ich habe das eigentlich immer so erlebt, dass ich gefunden habe, dass die Angewandte ein innerhalb einer ziemlich schrecklichen Welt eigentlich ein unglaublich freier Ort war, wo unglaublich viel möglich war. Und der Oberhuber mal auf jeden Fall, mir tut es unheimlich leid, dass der heute nicht da ist, weil er wirklich ein toller Rektor war, der sozusagen alles gefördert hat, was sich bewegt hat. Hauptsache, es hat sich was bewegt. Nachher kam dann, ja, das stimmt. Dann kam ein ziemlicher Stillstand,
der aber nicht allzu lang gedauert hat. Und jetzt haben wir, denke ich mir, seit Jahren, seit 2000 wieder eine sehr gute Situation. Und dann denke ich mir, man muss die Freiheit, die man da angewandt hat, aber auch nützen. Also es gibt natürlich schon viele Kolleginnen und Kollegen, die das nicht tun, was ich bedauere. Ich habe auch nie verstanden, dass Leute klagen, weil ich finde, Lehre ist eigentlich, also für mich war das immer eigentlich das Tollste, was ich mir vorstellen kann. Und dann glaube ich, dass man an der Angewandten, also anders lehren kann eigentlich als zum Beispiel eben an der Uni. Also Sie haben das ja auch gesagt, dass das sozusagen ein anderes Feld ist und man kann einfach Demokratie, denke ich mir, auch als Lehrende, ob das jetzt Künstler sind, das ist egal, oder Wissenschaftler, so wie ich, kann man das, glaube ich, versuchen, mit Studierenden zu leben. Und also ich habe schon den Eindruck, dass ich das versucht habe. Es ist auch so viel zurückgekommen von studentischer Seite, dass ich das Gefühl habe, das ist auch ziemlich gelungen, dass man das jetzt nicht nur sieht, eben als ich vermittle etwas, sondern dass man sich klar macht, man beschäftigt sich mit Kunst, mit Kultur, mit gesellschaftlicher Relevanz von Kunst, und das sind eigentlich Fragen, die an die Existenz gehen. Und wenn man das so sieht und gemeinsam solche Fragen erarbeitet, dann glaube ich, kann man wirklich auch so etwas wie also Demokratie leben. Für mich war das immer klar, mir geht es nicht nur um Kunstgeschichte, letztlich geht es mir darum, also das tönt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber irgendwie meine ich das auch, die Welt dort, wo ich bin, wenigstens ein bisschen besser zu machen und sozusagen das zu leben, wofür ich, was ich für wichtig halte. Und das ist eigentlich vor allem sozusagen so etwas wie Demokratie, oder dass Menschen lernen zu denken, dass Menschen lernen zu schauen, dass Menschen zuhören, dass Menschen aber auch sich selber in Frage stellen können, aber dann letztlich zu dem stehen können, was sie eigentlich wirklich finden. Also solche Dinge, das war mir eigentlich immer mit das Wichtigste. Und wir haben die Kunstgeschichte, die wir gemacht haben, eben auch mit Gorsen, war, glaube ich, österreichweit waren wir wirklich Avantgarde, weil diese Art von Kunstgeschichte an der Uni gab es das nicht. Das war eine sehr immanente Kunstgeschichte, die mich persönlich eigentlich überhaupt nicht mehr interessiert hat. Und dann war das eben zuerst einmal in den 70er Jahren vor allem gesellschaftliche Relevanz und dann natürlich die ganzen Genderfragen. Da haben wir Seminare gemacht, wo wir bis um Mitternacht gesessen sind und einfach diskutiert haben. Also das ging dann weit sozusagen über sozusagen Lehre hinaus. Ein wichtiges Plädoyer. Ich möchte an Anna und Jakob Lehner vielleicht nochmal die Frage richten, wie das in diese Kultur der Demokratie auch sehr starken Charakteren geführten Klassen, wie das eigentlich funktioniert hat. Gab es da Reibungsflächen? Gab es da Bewegungsräume? Wie ist man damit umgegangen eigentlich? Also ich möchte das jetzt nicht nur auf eine Klasse reduzieren. Ich möchte es eigentlich mit einer Emotion aussprechen, die passiert, wenn ich auf die Angewandte zurückkomme. Also wenn ich mit meiner Vorlesung oder Vorlesungen, die ich jetzt habe, in Zeitschriften, Lesesaal zum Beispiel komme, dann habe ich immer das Gefühl, ich komme nach Hause, das ist mein Haus. Das ist so ein Gefühl, und Demokratie kann ja auch bedeuten, dass man streitet, dass es eine Reibung gibt. Aber es ist eher eine Emotion. Ist ganz schwer zu beschreiben. Und so geprägt zu werden, so eigentlich von außen gestaltet zu werden, durch Vorlesungen wie das war Avantgarde. Also ich weiß, das Tracking-Buch zum Beispiel, zum ersten Mal in den Vorlesungen gesehen zu haben, das prägt einen, weil ich war ja vorher Altenbetreuerin, und für mich war es überhaupt irrsinnig aufregend, einmal einen Uni-Ausweis zu haben, ohne Matura. Und das ist was ganz Intensives, und ich könnte jetzt nicht so einzelne Beispiele nennen, also was dieses Demokratische ausmacht. Die Mitgestaltung in der Klasse bei uns, also oder auf der Angewandten an sich, fand ich, hat sehr viel Kraft gebraucht, also aus meiner Perspektive heraus, aber es war insofern dann schon auch möglich, aber
In der Meisterklasse und in der Prix-Klasse war das auch dann wirklich so, dass er der Meister war und dass diese Hierarchie sehr stark war. Was aber schön zu beobachten ist, dass das neue Generationen von Professoren nicht mehr so leben. Also da hat sich, glaube ich, auch viel getan. Also was ich jetzt in meiner kurzen Zeit sagen kann. Die Ästhetik der Veränderung, das ist ja das Jahresmotto, kann man fast sagen. Wenn wir vielleicht noch eine Runde machen, wenn wir sozusagen uns die nächsten 150 Jahre vornehmen, was, Herr Attersee, würden Sie da der Angewandten ins Buch schreiben wollen? Nein, also was mich interessiert, sind natürlich nicht die wissenschaftlichen Bereiche. Meine Aufgabe ist sozusagen Gegenstände zu erzeugen und eben Bühnen zu erzeugen, bis zu Autounfällen und so weiter. Was der Mensch braucht eben. Es ist, das zählt ja alles zur Kunst, wenn man es richtig macht. Aber was mir zum Beispiel Sorgen macht, ist, gehen wir einmal zu dem Begriff Schrift. Wir wissen, dass in Norwegen gerade die Schreibschrift verboten wurde, die Kinder nur noch eine Schrift, dann nämlich die vom Computer. In meiner Jugend war ich noch in den Schriftklassen. Ich habe an der Angewandten mit 16,5 die Abschlussprüfung gemacht und bin seither Kunstmaschine. Ich mache nichts anderes wie Kunst. Und alles, was ich in die Hand nehme, versuche ich auch, dass es mir gelingt. Das ist zum Beispiel etwas, was mich wirklich verwundert, dass auf Schrift niemand mehr sozusagen die Wichtigkeit der Schrift erkennt. Dass Schrift einfach, wir haben Computerschriften erfunden, gut. Aber wir haben aber keine Klasse, wir haben keine Gruppe, die Schriften erfindet. Zumindest weiß ich es nicht, ob wir es haben. Das ist ein Thema, das mich immer sehr interessiert hat, weil Schrift ist das Grundprinzip, sich zu äußern. Schrift ist ein Stück späte Malerei. So muss man das ja auch verstehen. Es gibt natürlich Menschen, die das anders erzählen, das weiß ich schon. Aber ich behaupte das. Und das Zweite zum Beispiel, weil es auch aus meinem Bereich kommt, das immer wäre mir wichtig gewesen. In einer Welt, die nur von Comics lebt, wir müssen ja auch einmal zu Menschen kommen, die den Alltag erleben mit Malerei. Ja? Und jetzt gibt es ja den Begriff des literarischen Comics, also die Sache werden gehoben, es gibt jetzt künstlerische Comics, es gibt den Alltagscomics und so weiter. Der Verbund mit dem sogenannten künstlerischen Animationsfilm wäre für mich absolut, wir haben in Österreich keine einzige Klasse zu, das wäre für mich zum Beispiel ein Begriff, ein Unterrichtsgebiet, das wahnsinnig wichtig ist. Wir müssen wissen, dass 60% des japanischen Films nur noch Animation ist und so weiter. Wir wissen, dass in der ganzen Welt Animation zweigeteilt stattfindet, Unterhaltung und auch Ernste. Und für sowas könnte man eine Klasse einrichten. Das ist eine Idee, die mir schon früher wichtig war. Und ein Animationsfilm, der so klein ist in unserer Hochschule, bräuchte auf alle Fälle neue Räume und eine Vergrößerung, und da würden auch viel mehr sich dafür interessieren. Animationsfilm ist ja auch kann ja auch ein bisschen Werbung sein, so wie heute wir allerhand an die Wand schmeißen und oder an die Leinwand, und er könnte viel mehr eingreifen in das sogenannte Leben der Grafik. Und wir sitzen alle vorm Fernseher, wir sitzen alle vorm Internet, wir sitzen alle im Kino, wir sitzen vor der Leinwand. Alles ist eigentlich auch ein bisschen Animation. Und da könnten wir, wenn wir eine Klasse dafür hätten, sehr, sehr viel leisten. Und ich glaube, das ist der Bereich, der mich interessiert. Schauen, erleben, Zeit haben, daraus eine Selbstdarstellung zu machen. Und ich bin ja auch gegen diese ganz schnell geschnittenen Filme, die heute passieren. Das kommt aus der Welt des sozusagen der Filmunterhaltung, die sehr, sehr kurz ist, der Welt der Spiele, wo man kreativ glaubt zu sein, wenn man jemanden erschossen hat. Nur ich glaube, das ist es nicht. Man muss den Menschen Zeit lassen, auch beim Spiele erfinden. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, könnte auch so eine Klasse machen. Und wir brauchen Mittel, um die Langsamkeit zu erhalten, wo ein Mensch die Fähigkeit hat, in das Kunstwerk oder in die Erzählung mit einsteigen zu können, damit er beteiligt ist an dem, was geschieht, und kreativ daraus wachsen kann und seine eigene Position sozusagen definieren kann.
Das geht mir ab. Vielen Dank. Ja, ich glaube, da wachsen noch viele Aufgaben, kommen noch viele Aufgaben auf uns zu. Aber ich kann Sie beruhigen, einiges von dem, was Sie auch angesprochen haben, passiert natürlich hier auch. Wir haben eine Klasse für Druckgrafik, wo Schrift natürlich eine ganz wesentliche Rolle spielt. Wir haben, insofern passiert da einiges. Aber ich glaube, Anregungen kann man da immer aufnehmen. Aber was würdest du mitgeben für die nächsten, in den Koffer packen für die nächsten 150 Jahre? Also ich denke, Gesellschaft wird sich wie schon immer wiederum ein Stück weit verändern, was der Begriff Arbeit allein, was wird das sein, wenn sich jetzt neue Technologien entwickeln und Arbeit einfach ja, anders definiert wird. Was bedeutet das als Gestalter, Gestalterin, Künstler, Künstlerin? Wenn ich könnte mir vorstellen, dass auf der Angewandten ein Labor initiiert werden könnte, wo man wirklich im Sinn von einer sozialen Plastik von Beuys mal Dinge ausprobiert, weil sich Gesellschaft so verändert. Also ich denke, da wird die Gestaltung auch einen Aspekt dazu bekommen, der nicht materiell ist, sondern soziokulturell, wo man Dinge erprobt, wie wir zusammen miteinander leben. Anna Paul. Für mich wäre es schön, die Angewandte in Zukunft so zu sehen, dass es auch keine Klassen mehr gibt, sondern dass man mehr Austausch, mehr Transfer untereinander sieht. Also so wie das auch auf der Bildenden schon viel mehr der Fall ist, also dass es diese zentrale künstlerische Fach gibt und das, da kann man eben einfacher sich in Austausch treten und dann auch, wie du gesagt hast, die Werkstätten, dass die jetzt wieder an Wichtigkeit gewinnen, auch dass es da viel mehr Austausch gibt jetzt mit, was ist eigentlich Alltag, was sind die Dinge, die die Alltag ausmachen und das dann mit dem künstlerischen Fach so zu verbinden, um das neue Leben der Zukunft irgendwo modellieren zu können und auch ja, sich da mitentwickeln zu können, so in die Richtung denke ich das. Darf ich? Ja, darf ich Sie beide auch noch um eine Grußbotschaft für die nächsten 150 Jahre bitten? Na gut, ich bin an der Angewandten expressiver wie vorher zum Buchmenschen geworden. Bevor ich kam, gab es natürlich Künstlerkataloge, aber die Schule selber hat alle 20 Jahre ein Buch herausgebracht. Jetzt ist, glaube ich, die Angewandte eines der hervorragendsten Buchproduktionszentren in Mitteleuropa. Also ich kaufe mir seit Jahren jedes Buch, das mich interessiert, aber von der Uni Wien habe ich vielleicht die Zeitgeschichte 20 Stück, aber sehr, sehr wenig. Also vergleicht man das einmal, wie produktiv die Schule ist, und das ist ja jetzt nicht im dümmlichen Sinn klassisch Buch ABC, sondern alles ist Kooperation, Zusammenarbeit mit Studierenden, Erforschung neuer Felder, nicht so eingebunden in klassische Disziplinen. Das ist alles nur an der Angewandten möglich. Also ich plädiere jetzt für die Weiterentwicklung des Buches, sind wir stolz drauf, verbreiten das mehr. Das ist, hat auch mindestens ein solches Gewicht wie das Internet. Ein Buch habe ich noch lieber im Bett als den Computer. Es bleibt auch haptischer und es ist zum Beispiel auch immer ein kooperativer, so disziplinzwingender Zusammenarbeitsprozess, der in einem Buch, bei meinen Büchern waren oft 40, 50 Leute beschäftigt. Das war ja allein schon durchaus auch demokratische Trainingsverfahren. Also da gibt es viele Felder, wo ich das fürs Buch plädiere. Und noch einmal, das hat es vor 15, 20 Jahren nicht gegeben. Da habe ich mitgewirkt und viele andere. Wir haben auch gute Verlage gefunden. Das sollte die Schulangewandte stolz sein. Und das Ausbauen, das lässt sich mit Harvard und Cambridge absolut messen. Ich bin ein Spezialist für Buchbeobachtung. Aber in Österreich gibt es das nicht vergleichbar, auch die Akademie nicht und niemand. Und
Und das Buch ist nicht nur, ich kenne ja genug Studierende, die kaum was lesen. Die, sage ich ein bisschen als Scherz, so, ich habe ja viele Dissertanten gehabt, die haben bei mir meine eigenen Bücher ausgeborgt. Sag ich, geh Pizza essen mit der Freundin, kannst du auch mal um 30 Euro ein Buch kaufen. Also das sind so Nebenbemerkungen. Also ich, natürlich kenne ich auch eine gewisse Buchabwehr, soll sein, aber als Haltung einer Institution wie die Angewandte ist es wichtig, als Angebot für geistige Auseinandersetzung und für Ausstrahlung, das bleibt in den Bibliotheken, das kann in Amerika sein und überall, das ist auch auf eine gewisse Weise leichter findbar wie im Internet. Also ich plädiere für die Buchproduktion an der Angewandten. Also 150 Jahre übersteigen mein Imaginationsvermögen. Was ich mir sozusagen für die nächste Zeit wünschen würde, ist, dass sowohl die Leitung wie die Lehrenden wie die Studierenden sich bewusst sind, dass die Angewandte nicht nur die Angewandte ist, also nicht im luftleeren Raum ist, sondern Teil einer Gesellschaft, schlicht hier jetzt in Österreich, in dieser Gesellschaft. Und das, also mein Eindruck ist schon, aber vielleicht täusche ich mich ja auch, dass, sagen wir mal, das gegenüber den 70er, 80er Jahren dieses Bewusstsein nachgelassen hat. Das würde ich mir wünschen, dass sich alle bewusst sind, dass sie hier sozusagen verantwortliche Menschen, Bürger in diesem Land sind, was momentan meines Erachtens wirklich in einer ziemlichen Gefahr ist, ganz weit nach rechts zu rutschen, was auch für die Angewandte nicht gut wäre. Also was ich mir wünschen würde, ist dieses Verantwortungsbewusstsein für alle, die an der Angewandten tätig sind. Ja, vielen herzlichen Dank für diese wirklich sehr wichtigen Beiträge, die wir, glaube ich, uns alle zu Herzen nehmen müssen, die wir da arbeiten. Ich denke, die Angewandte stellt ständig und immer wieder unter Beweis, dass sie sehr veränderungswillig und freudig ist. Wie Sie wissen, haben wir jetzt auch wieder ein neues Studium auf den Weg gebracht, das viele von diesen Aspekten, die heute angesprochen worden sind, vielleicht auch berücksichtigen kann. Ich denke, dass diese Bereitschaft sicher ein wichtiger Faktor ist. In diesem Sinne möchte ich vielleicht unsere Diskussion damit beschließen, mit einem Zitat von Bert Brecht: Wir geben uns viel Mühe und wir bereiten unseren nächsten Irrtum vor. Vielen Dank. Als nächstes möchte ich den Rektor Bast und auch Patrick Werkner auf die Bühne bitten. Es ist nämlich auch etwas Erstaunliches passiert. Das Jahr geht los und eines der wichtigsten Ergebnisse liegt. Zack! Liegt schon vor, nämlich ein Ziegel, ein richtig dickes, gar nicht so schweres, weil leichtfüßiges oder händiges Buch. Die Ästhetik der Veränderung, 150 Jahre Angewandte. Und dieses Buch liegt jetzt schon am 5. Oktober vor und das verdient erstmal einen riesengroßen Applaus. Patrick, du hast ganz lange an diesem, wie lange hast du an diesem Buch gearbeitet? Kann man mal so sagen. Naja, die Vorarbeiten sind natürlich schon etliche Jahre früher losgegangen, als es jetzt da ist. Aber so die Intensivphase war vielleicht die letzten 2 Jahre, wobei viele Erkenntnisse, die schon über etliche Jahrzehnte eigentlich an Forschung betrieben wurden, hier zusammengefasst wurden. Man kann sagen, dieses Buch ist eigentlich eine Summe des Wissens, das es über die Angewandte gibt. Wenn ich es ganz kurz skizzieren soll, dann würde ich sagen, es hat 3 große Abteilungen. Erstens sind einmal alle Institute, alle künstlerischen Abteilungen der Angewandten präsent,
mit Doppelseiten, die jede Abteilung für sich gestaltet hat. Dann haben wir einen großen historischen Teil, wo die 150 Jahre der Kunstgewerbeschule und der Angewandten in wissenschaftlichen und historischen Beiträgen und mit Spezialuntersuchungen dargestellt sind. Und es läuft jetzt gerade da ein bisschen was an Einblicken hinter uns. Also Sie können eine Ahnung bekommen, wie das Buch gestaltet ist. Und der dritte große Teil ist eben ein Dokumentationsteil. Da sind zum Beispiel alle Lehrenden von Jahr 2000 bis heute zu finden. Also viele davon sind ja hier. Sie werden sich dann da im Register auch finden. Es sind alle Professoren und Professorinnen seit 1868 verzeichnet. Also da konnten wir die 150 Jahre wirklich komplett darstellen. Und was auch eine Riesenarbeit gewesen ist, ist, dass wir eine Genealogie zum ersten Mal vorstellen. Ja, zufällig ist das Bild jetzt gerade zu sehen. So schaut eine dieser auch auszuklappenden Seiten aus. Das ist fast wie beim Playboy. Die schönsten Seiten sind die, die man ausklappen kann. Und da haben wir also seit 1868 tatsächlich alle Lehrenden und alle Studienrichtungen, die es bis heute gibt, dargestellt. Und naja, das ist, Christian Reder hat gerade ein Plädoyer für die nächsten 150 Jahre gehalten. Das freut mich natürlich riesig, dass er das an den Schluss gestellt hat in seinem Ausblick. Denn wir haben eigentlich eine unglaubliche Kooperationsleistung mit diesem Buch geschafft. Man muss sich vorstellen, es sind 33 Autorinnen. Es sind über 30 Abteilungen, wo jeweils mehrere Leute beteiligt waren und im Hintergrund das Team von Kunstsammlung und Archiv und Öffentlichkeitsarbeit. Also es waren an die 100 Leute beteiligt, dieses Buch zunächst einmal zu konzipieren und zu produzieren und dann natürlich eine Person, die das ganze Layout gemacht hat, Anita Kern, die es geschafft hat, hier eine gemeinsame Sprache für das Buch zu entwickeln, sodass das nicht auseinanderfällt, sondern, wie Sie sehen, auch eine ansprechende Gesamtform bekommen hat. Einen großen Anteil am Zusammenhalten, du hast es auch im Vorfeld einen Flohzirkus genannt, mit dem du es zu tun gehabt hast, indem du allen nicht nur du, sondern auch Anja Seibenbusch, glaube ich, muss man hier ganz besonders erwähnen, die hier dieses Buch auch mit es viel daran gearbeitet hat oder dazu beigetragen hat, dass dieses Buch heute hier liegt. Und ich glaube, dieses Zusammenführen von diesen unterschiedlichen Linien. Gerald, möchte ich dich fragen, welche Linie siehst du so, wenn du das auf so wenig, diese Information, was ist für dich diese große Ästhetik der Veränderung, woran würdest du die festmachen wollen? Wie wird das in diesem Buch vielleicht sichtbar? Also, wenn man das Buch liest und die Geschichte, die du wunderbar dargestellt hast, sich zu Gemüte führt von einer Kunstgewerbeschule, in der es Hauptfächer gegeben hat, wie Blumenmalerei oder ähnliches, mit 56 Studierenden am Anfang und jetzt an die 1800 Studenten und mehr als 2000 Bewerberinnen und Bewerbern jedes Jahr, dann merkt man schon allein daran die Entwicklung. Aber wenn man genau schaut, wo die Brüche waren, dass die Angewandte und Leute, die entweder an der Angewandten studiert haben oder dort Lehrende waren, dass die wirklich prägende Dinge in Wien und nicht nur in Wien mitgemacht haben, wie die Sezession, wie die Wiener Werkstätte. Dass in Wahrheit die Ideen, und das hat, mir tut es auch wahnsinnig leid, dass Ossi Oberhuber heute krank ist, er hat mir in einer Erzählung dargestellt, dass die ursprüngliche Idee, der Kern der Idee
des Bauhausgedankens eigentlich an der Angewandten geboren wurde. Das heißt, das ist schon bemerkenswert, dass trotz eines, und das muss man ja sagen, und das wird man auch sehen, eines relativ konservativen Unterrichtsplans am Anfang, dass da Leute hervorgegangen sind, die mit den Traditionen gebrochen haben, die die Sezession gemacht haben, die, heute steht es in der Zeitung, eines der ersten Spin-offs in der Geschichte der Universitäten gemacht haben, wie der Wiener Werkstätte. Dass an der Angewandten die erste Medienkunstklasse in Europa errichtet wurde. Dass die Angewandte epochemachend war und immer noch ist in der Internationalisierung. Sowohl was Leute betrifft, die wir geholt haben an Lehrenden, als auch an Studierenden und die wir hinaustragen. Christian Reder hat wunderbare Beispiele genannt, dass Internationalisierung nicht nur darin besteht, dass Studenten ausgetauscht werden, sondern dass man tiefer hineintaucht in das Leben in anderen Kulturen und anderen Städten. Und ich habe selbst erlebt in vielen Gesprächen, wenn Christian Reder, und er ist nicht alleine weggefahren, er hat eine Gruppe von Lehrenden aus dem Haus und zum Teil auch Externe mitgehabt, wie Elfi Semotan, die in Libyen in der Wüste mit war. Die Leute sind dann völlig bereichert und zum Teil ganz anders in ihrer Ideenwelt zurückgekommen. Oder aus Damaskus. Und das ist eine wirklich prägende Art, wie man Unterricht, das klingt immer so altvaterisch, Unterricht. Aber das, was hier gemacht wurde und gemacht wird, das ist schon eine eigene Philosophie, wie Universität praktiziert wird. Oder dass die Architekten nach Mexiko fahren, wirklich ins Nowhere-Land und dort ein Bauwerk hinstellen. Dass jetzt, und jetzt bin ich bei der Gegenwart, Bärbel Müller mit Gruppen von Studierenden aus allen oder vielen unterschiedlichen Studienrichtungen nach Afrika fährt und dort Community Houses gemeinsam mit den lokalen Leuten konstruiert und plant. Oder ins Grenzgebiet von Kurdistan in Flüchtlingslager hinfährt und dort mit den Studenten dort schaut, was kann man architektonisch sehr weit gefasst dort machen. Das ist Universität, die mitten im Leben steht. Und das zeigt, was passiert ist mit dieser Universität. Ich denke, das, was du beschreibst, bildet das Buch tatsächlich auch ein bisschen ab. Also ich habe jetzt natürlich noch nicht so viele Artikel gelesen, aber einige. Aber es ist mir schon aufgefallen, dass viele der Beiträge eigentlich gegenwärtige Bezüge haben. Also dass sie gar nicht so sehr die Geschichte abbilden und nochmal bestätigen oder so, sondern dass sie eher Ausblicke geben in die Praxis, dass sie institutionelle Fragen berücksichtigen. Oder wie Christian Reder auch in seinem Beitrag, dass er Formen von Arbeit thematisiert. Wie war das für euch in der Redaktion? War das ein Aspekt, auf den ihr Wert gelegt habt, dass das so in diese Richtung geht? Ja, also wenn die Redaktion angesprochen wird, möchte ich auch gerne die Anja Seipenbusch noch einmal ausdrücklich erwähnen, die heute noch mit anderen Aufgaben auch hier im Parkett sitzt. Aber sie hat letztlich diese kommunikative, auch diese große kommunikative Leistung, die dazugehört, diesen Flohzirkus, wie du mich zitiert hast, zusammenzubringen. Aber wir haben eigentlich, und wir waren uns eigentlich von Anfang an einig, dass dieser historische Rückblick natürlich unbedingt gegenwartsbezogen sein soll. Und es gibt große Darstellungen, wie war die Kunstgeschichte, wie war die Geschichte, wie war die Mode, wie war die Designgeschichte, wie war die Architekturgeschichte. Und dann gibt es eben Spezialuntersuchungen und speziell auch einige kürzere Beiträge über die heutigen Studien. Und ein Beispiel ist die Medienklasse,
die bis in die Gegenwart hin verfolgt wird, und Trans Arts und neue Studienrichtungen sind dargestellt. Also es, denke ich, ist in den wissenschaftlichen und Textbeiträgen geht es eher darum, diese Aspekte darzustellen, und der historische Teil ist eben der, der durch diese Genealogien und die Register und auch die Darstellung der Lehrkanzeln abgebildet wird, sodass wir eigentlich ein Hybrid haben in diesem Buch. Es ist eben in verschiedenen Aspekten eine Darstellung der Angewandten von 150 Jahren und von heute. Ich würde aber gern die Gelegenheit nützen, um auch noch einen Aspekt ein bisschen anzusprechen. Also Eva, du machst jetzt bitte den Test. Ist dieses Buch schwer? Ich habe es ja schon als leicht angekündigt. Es ist eben ganz leicht. Das Buch ist ganz leicht. Sie können es fast in die Tasche stecken. Und es ist ganz, ganz billig. Es kostet nämlich 38,95 Euro. Sie können es heute hier erwerben. Und es ist natürlich für dieses dicke Buch sehr, sehr günstig. Alle, die mitgearbeitet haben und mitgewirkt haben an der Produktion, können es, das soll ich auch von Anja Seipenbusch hier mitteilen, ab Montag dann im Büro für Öffentlichkeitsarbeit erwerben. Nicht erwerben, sondern abholen. Die bekommen dort ihr Belegexemplar. Und alle anderen können es heute kaufen. Es ist aber auch seit ganz kurzem im Handel. Ja, vielleicht noch ein Aspekt zum Buch selber. Ich habe Anita Kern gebeten, dass sie mir vielleicht zwei Zeilen schreibt darüber, was die Gestaltung des Buches betrifft, und ich möchte nur einen Aspekt zitieren, nämlich den Karton. Wenn Sie das Buch dann in die Hand nehmen, dann werden Sie merken, es hat also nicht ein kostbares Leinen oder nicht ein glattes Fotopapier als Umschlag, sondern sogenannte Patentpappe. Und diese Patentpappe ist ein Werkstoff, der für Archivkartons bis hin zum Möbelbau eingesetzt wird, und wir sind da ganz nachhaltig, entspricht ja auch der Angewandten, wird aus recyceltem Altpapier hergestellt, und es sind Einschlüsse und Unregelmäßigkeiten inklusive. Das heißt, wenn Sie dieses Buch vor sich haben, ist dieser Werkstattcharakter der Angewandten damit auch repräsentiert, und die rotbraune Farbe, die das Buch ja hat, soll unser Backsteingebäude, also das alte Hauptgebäude am Ring, symbolisieren. Das, glaube ich, ist noch ganz ein interessanter Aspekt beim Haptischen des Buches. Es riecht übrigens auch, diese Patentpappe riecht auch sehr gut. Und auch das wurde schon gesagt, Christian Reder nimmt seine Bücher am liebsten ins Bett mit. Also es ist ideal als finale Lektüre eines Tages und für einsame Stunden ideal. Ja, ideal für viele Stunden, wenn man sich trotz der Leichtigkeit die Dicke anschaut. Und dieses Buch spannt wirklich einen großen Bogen. Und das würde ich auch noch gern sagen, dieser große Bogen. Ich habe ganz am Anfang dieser Veranstaltung, und die ist jetzt so als Bühnenveranstaltung bald zu Ende und geht dann in anderer Form weiter, habe ich erzählt, was im Jahr 1867 alles passiert ist. Und da ist ganz, ganz viel passiert. Da wurde zum Beispiel ein Revolutionär, der einige Jahre vorher zum Tode verurteilt wurde, vom Kaiser zum Ministerpräsidenten von Ungarn bestellt. Da wurde im gleichen Jahr das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger beschlossen vom Parlament, wo erstmals für Österreicherinnen und Österreicher, für Leute, die in diesem Land leben, Rechte wie Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Pressefreiheit verfassungsrechtlich verbrieft wurden. Dinge, die uns heute als selbstverständlich erscheinen und oft, und ich schließe da an Hammer Tugendhat an, oft vielleicht als allzu selbstverständlich erscheinen. Das sind Dinge, die damals erkämpft wurden, wo insbesondere auch Leute aus dem Kunst- und Kulturbetrieb dabei waren. Diese Rechte sind keine Selbstverständlichkeit, und auch da sollten einige Seiten in diesem Buch darauf hinweisen,
in welchem Umfeld die Angewandte entstanden ist. Das sind ganz unterschiedliche Ereignisse, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, aber nur dann scheinbar nichts miteinander zu tun haben, wenn man die Geschichte als linearen Prozess sieht. Und linearen Prozess ist die Geschichte nicht. Und das werden wir auch in Zukunft noch erleben. Das Zeitalter der Linearität ist längst vorbei. Und wir gehen in ein neues Zeitalter hinein. The Digital Age ist das Schlagwort von heute. Und da müssen wir uns ändern. Das wird eine neue Herausforderung, nicht zuletzt für Universitäten sein und andere Bildungsinstitutionen. Und die Angewandte ist wieder einmal bereit dazu, vorne weg die Fahne vorauszutragen, wie Ernst Bloch einmal gesagt hat, anstatt den Mächtigen die Schleppe hinten nachzutragen. Da wird sich viel ändern müssen. Und ich bin überzeugt davon, dass in diesem digitalen Zeitalter nicht die Technologie die Hauptrolle spielen wird, sondern dass dieses digitale Zeitalter ein Jahrhundert der Kreativität und der Kultur werden wird. Und anders werden wir angesichts dessen, was Artificial Intelligence und Robotics und alle diese technologischen Erneuerungen in der Lage sind zu tun und einzugreifen in das, was wir bis jetzt geglaubt haben, das ist menschliche Domäne. Anders werden wir den Prozess der Zivilisation nicht überleben. Es gibt einen wunderbaren Satz von einem der größten Evolutionsbiologen unserer Zeit, Edward Wilson, der gesagt hat, wäre Kunst nicht notwendig, dann hätte sie die Evolution nicht überstanden. Sorgen wir dafür, dass Kunst weiter notwendig bleibt. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Fest jetzt noch. Vielen Dank, Gerald Bast. Wir haben noch viel vor in diesem Jahr. Wir haben uns viel Arbeit vorgenommen und Patrick Werkner möchte noch auf ein Ereignis hinweisen, das am 14. Dezember stattfindet. Richtig, wir haben eine große Ausstellung, die in Planung ist, wirklich große Ausstellung im MAG. Wir haben beide Stockwerke der Ausstellungshalle, also 2500 Quadratmeter im MAG, die der Angewandten zur Verfügung stehen. Unser Rektor und Peter Weibel kuratieren den oberen Stock. Dort wird es um die Zukunft gehen, die heute schon vielfach Thema war. Und Elisabeth Schmuntermeier vom MAG und ich dürfen das Erdgeschoss bespielen mit einer Darstellung der 150 Jahre, einem Querschnitt. Also das, was Sie jetzt gerade im Hintergrund schon in Ansätzen sehen, wird dann in einer großen Ausstellung mit Objekten, Filmen, Audiostationen und Videos. Alle Abteilungen der Angewandten sind eingeladen, sich mit Videos zu beteiligen, wird dann dort stattfinden. Also das gehört zu den Highlights, glaube ich, die Angewandte in diesem Jubiläumsjahr noch vor sich hat. Ja, und jetzt, let's party. Wir haben noch nicht. Noch nicht. Nein, noch nicht. Okay. Es gibt noch Arbeit. Ich möchte zuerst diese kleine Runde beschließen, bevor wir nämlich einen 8-minütigen Film anzusehen bekommen, in dem auch viele von Ihnen mitgearbeitet und mitgewirkt haben. Und ich denke, es ist jetzt ein schöner Abschluss dieser Runde, dass wir so ein schönes Buch vorstellen können, an dem auch so viele Leute mitgearbeitet haben. Und ich möchte diese Runde beschließen mit einem Diktum von Hans Schabus: Bildung ist die neue Arbeit. Danke. Bravo.
Wenn ich mir vorstelle, dass die Angewandte in Tulln beheimatet ist, das wäre eine traurige Angelegenheit. Ne? Wir Lehrenden, habe ich den Verdacht, lernen viel mehr von den Studierenden als umgekehrt. Wobei man ja dazu sagen muss, letzten Endes ist es eigentlich ziemlich egal, wer in einer Klasse Professor ist. Es ist nicht so wichtig. Also man könnte ganz gut die ganze Angewandte auflassen und einfach nur die Mensa bestehen lassen und ein gutes Essen machen, wäre auch gut. Aus unserer Klasse stammt ja immerhin auch einer der größten Popstars Wien, ja. Obwohl wir nichts dazu getan haben. Ich sage manchmal, wir sind fast ein kleines Weltparlament aus allen möglichen Kulturen und beschäftigen uns gemeinsam mit gesellschaftlichen Fragen. Das heißt, Kunst muss mehr sein als Dekoration. Kunst muss und hat die Aufgabe, Gesellschaftskritik zu üben. Ja, ich denke, die Kunst hat eine wichtige Funktion in der Gesellschaft. Also sie nicht auszustatten mit einer kurzfristigen, markttauglichen Kunst, sondern mit einem Kunstdenken oder mit einer Kunsthaltung. It's for me, that's not even really about teaching art, that's about an attitude maybe. Wenn es in Wien die Angewandte nicht gäbe, würde ein ganz wichtiger Motor für Kultur, Forschung, Kunst und gesellschaftliche Entwicklung fehlen. Well, of course it will It would miss a beating heart of art and fashion. Gerade das Lehramt ist sehr wichtig, weil das Lehramt wirkt wirklich in jede Region, in jeden Winkel in Österreich hinein. Nach Außervielgarten ist das letzte Tal. Was einem wichtig ist oft als Theoretikerin, das ist den Künstlern oft völlig wurscht. Studenten haben immer ein besonderes Talent, die fragen immer genau das, wo man überhaupt nicht mitrechnet. Ja, auf Fragen, auf die man nie im Leben kommen würde. Genau, das ist ja auch eine Besonderheit, dass an der Angewandten Professoren die Studierenden auch mit aufnehmen, also schon ins erste Semester sozusagen und dann bis zum Ende begleiten, bis zum Abschluss. Die haben sich so unglaublich verändert. Also viele, ich kann mich an viele erinnern, die gekommen sind, die hatten irgendwie von Tüten und Blasen keine Ahnung. Ja? Die Studierenden haben sich auch mit der Zeit verändert, so wie sich die Gesellschaft verändert. Die Studierenden laufen immer wieder ähnliche Entwicklungsstadien durch. Man lernt ja auch von diesen jungen Leuten, man wird wieder etwas jünger im Denken. Ich betrachte die Lehre eigentlich auch als einen kreativen Prozess, den ich ausübe. When students arrive, they often, obviously designers often want to change the world, make it more beautiful or better. And then I think they realize that design is an increasingly complex practice and they can't do it with a chair. Ich erlebe die Angewandte als ein sehr lebendiges und vielfältiges Studiofeld. Es geht eigentlich überwiegend darum, das Zusammenarbeiten als Laboratorium zu begreifen, als Ort des Denkens. Es geht darum, möglichst schnell und richtig Zusammenhänge zu begreifen. Wir versuchen mit den Studierenden sowas wie einen Erfahrungsraum zu bilden. Wissen kann man erwerben, nachschlagen, das ist alles kein Problem. Aber kombinieren können, nachdenken können, das war mir das Wichtigste. Was mich viel mehr interessiert hat, war das Orientierungswissen. Ich glaube, die Spannung und das wirkliche Interesse beginnt, wenn man über die Grundlagen weiß. Das war bei mir nicht anders. Also für mich ist dieses sozusagen die Form des Unterrichts selbst als ein Ereignis von Theorie, des Nachdenkens, der Reflexion, selbst schon ein sehr, sehr hohes Ziel. Ja, das Interessante an Angewandten war, dass ich aus einem disziplinären Zusammenhang in einen nicht undisziplinierten, sondern also mehr disziplinären Zusammenhang gekommen bin. In all diesen Bereichen ist, glaube ich, so etwas wie ein transdisziplinäres Denken dann auch ganz wichtig. Mein Ziel ist es, hier einfach Qualität zu vermitteln. Wenn ich sage, es ist gut, hört derjenige sofort auf zu arbeiten. Wenn ich sage, es ist schlecht, hört er auch sofort auf zu arbeiten. Und das ist nicht unbedingt zielführend. Wir haben eigentlich fast so mit den Assistenten eine Familie gehabt, wo nicht mehr oder weniger die Obrigkeit sozusagen das letzte Wort gesprochen hat. Das ist auch etwas, was
die Angewandte gegenüber anderen Institutionen auszeichnet. Wir haben wirklich so etwas wie ein kleines University Art Museum. Und das Umfeld rundherum ist natürlich auch sehr stimulierend. Wir haben ja nebenan das Museum. Dann auch über diesen Bezug auf, zur angewandten Kunst gibt es halt diese ganzen Werkstätten, die, glaube ich, auch eine extrem tolle Möglichkeit bieten. Insofern ist es natürlich ein Ort, der auch deswegen viel bietet, weil die Schule eine gewisse kritische Größe nicht überschreitet. They have to do the utmost to get it right. And then they have to know that they put it out in the world and they will not control it. Was die Angewandte sicherlich ausmacht, ist eine Orientierung, was Zukunftsvision betrifft. Aber das bekräftigt mich, dass die Angewandte ihre Stärke ausbauen sollte, Projekte zu realisieren, die woanders auch an anderen Universitäten kaum noch realisierbar sind. Und ich glaube, es gilt einfach, einen Weg zu finden, diesem digitalen Zeitalter gerecht zu werden und gleichzeitig die ganz klassischen Kernkompetenzen nicht zu vernachlässigen. How would we in fact build a future that corrects the mistakes we made in the past? Ich glaube, dass alle Universitäten im Moment ohnehin vor einer schwierigen Aufgabe stehen, also im Kontext natürlich Globalisierung, Digitalisierung. There are lots of sort of tensions going on with education about how broad an education should be. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich die Österreich als Gesellschaft sehe 2030, wo ich Europa sehe. Das ist für mich ein großes Fragezeichen. 2030 wäre gut, doppelt so viel Platz und doppelt so viel Budget. Wir sind wirklich Schiffer, die auf offener See ein Schiff umbauen. I think the one thing Angewandte should be in 2030 is this, in some ways, to be able to resist the forces that try and make it mainstream. Sie muss aktiv auch die Trends mitgestalten und als kleine, wendige Kunsthochschule, glaube ich, wird sie auch in der Lage dazu sein. I think in a way for me, it's a bit like I'm a St. Martin's graduate, and actually the Angewandte is more like St. Martin's when I was there. Die Schule, die einem sofort einfällt, wenn man Wien hört. Naja, ich glaube, dass solange dass man wird noch sprechen über Kunst, über Design, über Architektur, über ja, wird die Angewandte sehen. Notwendig sein. Ja, hoffentlich in ihrem neuen Reich mit Swimmingpool auf dem Dach und Gym und dass die Leute wahrscheinlich dann endlich mal ein Rauchverbot kriegen, weil mir dort zu viel geraucht wird. Und dass auch mal Bestrafungen stattfinden. Es wird eine Mischung sein zwischen Labor, ja, und Club Mediterrane oder Lounge. Ne? I don't believe that I'm in the business of guessing what's going to be happening in 2050. I'm actually in the business of defining what we'll be doing in 2050. Because we're doing that work here at the Angewandte, that's what's going to be happening in 2050. We're really defining what's the future. We're not in the business of following and guessing the future. And I think that's an important distinction. Ja, bleibt uns nur noch, Ihnen jetzt wirklich einen wunderbaren, schönen Abend zu wünschen auf die nächsten 150 Jahre. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Eva-Maria, für diese wunderbare Moderation und Begleitung durch diesen ersten Teil des Abends. Ihnen und euch danke ich für die Geduld bei den vielen Worten und wir machen jetzt angewandte Multidisziplinarität mit Wort, mit Musik und mit Trinken. Viel Spaß noch. Applaus